So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ich habe heute ein Paket für euch vorbereitet. Das kam letztens per Post und das muss ich mitnehmen, wenn ich morgen nach München fahre. Und es ist jetzt ungelogen, schon jetzt. Adi, es ist schon jetzt. Der hat es schon wieder eilig, der kann nicht warten und jetzt fällt er auch noch damit runter. Digga, was machst du denn? Es ist schon jetzt ungelogen, dass. Schlimmste Paket, das brutalste, heftigste Paket, was ich je bekommen habe. Da ist sogar hier so ein komischer roter Aufkleber drauf, ja. Das kam aus Amerika. Das wurde da irgendwie vom Zoll kontrolliert und unterschrieben. Wie man sieht, hat keine einzigste Sau unterschrieben. Normalerweise müsste hier was unterschrieben sein, Name drin, da alles. Es ist zwar draufgeklebt, aber es ist nichts ausgefüllt. Das wollen wir jetzt mal aufmachen. Wollen euch mal zeigen, was da drin ist. Das hat mich 50 € Versand gekostet. Der Wert in dem Paket ist vielleicht 30 € und dann hat es zusätzlich nochmal 50 € Versand gekostet. Man hätte es auch für 25 € Versand nehmen können, dann wäre es aber erst in 3 Monaten angekommen gefühlt. Und ich musste das ja noch haben, bevor ich nach München fahre, bevor ich zum Hannes fahre. Deswegen machen wir das jetzt mal auf. Der Adi ist auch schon gespannt. Ja, der hängt schon wieder rum. Guck mal, Adi. Das Papier kennst du schon, ja? Hast du sonst auch immer bei den anderen Sachen. Wir legen das jetzt mal hier hinten hin und gucken uns an, was hier drin ist. Wir haben hier nämlich einmal Ghost Pepper. Ghost Pepper Hard Candy, ja? Hard Candy mit Watermelon. Warning, shocking hazard. Contains small hard candy. Nutrition Facts stehen auch mit drauf. Ist alles von der Firma Flamethrower Candy. Wer das kennt, könnte mal auf www.flamethrowercandy.com gehen, irgendwas. Hier sind auf jeden Fall diese Ghost Pepper drin mit Wassermelone-Geschmack. Ihr habt einmal Ghost Pepper mit Wild Cherry, Wildkirsche. Adi, das ist kein Tütchen für dich. Das ist ein Tütchen für ein Ismo, genau. Und ihr habt einmal drin Ghost Pepper Hard Candy mit Blue Raspberry. Also so eine komische blaue Beere. So, das braucht man nicht, das braucht man auch nicht. Dann, was haben wir hier drin? Hier haben wir ein Tütchen. Das müssen wir nochmal aufmachen. Mit Knisterfolie. Knisterfolie auch immer sehr cool. Dafür hat sich schon gelohnt zu bestellen. Hier haben wir eine Wohl Dried. Au! Voll ins Adi! Eine Wohl Dried Carolina Reaper. World's Hottest Pepper, ja. Das ist eine komplett getrocknete Carolina Reaper Chili in einem Tütchen extra verpackt. Kann man mal so probieren, wenn man wissen will, wie die schmecken, wie scharf die sind. Vielleicht für eine Challenge steht auch hinten nochmal was drauf. Nur für Erwachsene aus der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Eine Carolina Reaper Chili, beziehungsweise nicht nur eine, da sind auch wieder 3 Stück drin. 3 Carolina Reaper Chilis. Mal gucken, vielleicht eine für den Hannes, eine für den Ispo, eine für mich. Mal gucken, ob der Ispo mitmacht und auch mal eine probiert. Oder ob noch eine übrig bleibt. Dann weiß ich nicht, was ich damit mache. Ha, verlosen an die jungen Zuschauer, genau. Und deren Haustiere. So, das ist aber immer noch nicht das Schlimmste, glaube ich. Beziehungsweise weiß ich es eigentlich nicht. Also diese Ghost Pepper Candies dürften an sich ganz gechillt sein. Diese drei Carolina Reaper Chilis, okay, aber ihr habt hier noch was drin. In diesem schönen Karton. Ja, häng dich halt hin übers Waschbecken wie so ein Gangster. Wir haben, wer das Video von Kanal Phänomenal gesehen hat, mittlerweile, als ich das bestellt habe, habe ich gesehen, sogar Matt Stoney hat ein Video darüber gemacht. Den schärfsten Gummibären der Welt. Lil Nitro. The World's Hottest Gummy Beer. Warning hot. Da sind lauter Warnhinweise drauf. Do you dare this fiery gummy bear?
Überall Warnhinweise auf jeden Fall. Der müsste um die 9 Millionen Scoville haben. Weiß nicht, ob wir den mal hier schon auspacken können. Ich mache da die Schachtel auf. Hier ist einfach nichts. Und hier hinten vorne drin ist dann hier ein Gummibärchen. Ist es nicht süß? So ein Gummibärchen möchte doch jeder haben. Hier hinten habt ihr noch so ein Fass. Okay. The Lil Nitro Challenge. The best Lil Nitro video on the internet. Post your video to YouTube with the hashtag Lil Nitro Challenge for a chance to be featured on our website. Ihr könnt also, steht ein Hashtag drauf, wenn ihr ein Video gemacht habt, könnt ihr das unter dem Hashtag posten auf YouTube. Und es geht natürlich darum, 5 Minuten auszuharren. Also man muss das Gummitierchen ganz essen, runterschlucken und dann 5 Minuten die Schärfe aushalten, bevor man irgendwie das dann neutralisieren möchte, bevor man Milch trinkt, bevor man irgendwie Toastbrot isst, sonst was. Da sind auch natürlich 3 Stück drin. 3 Lil Nitro Gummibärchen. Oh mein Gott. Also ihr wisst, ich esse gerne scharf, esse gerne oft und viel scharf. Auch wenn ich dann immer irgendwelche Probleme habe, esse ich trotzdem immer scharf. Das ist aber bestimmt selbst für mich einfach nur viel zu heftig. Ich bin trotzdem gespannt. Hannes steckt ja alles gut weg. Mal gucken, wie gut ich das wegstecke. Für den Adi ist das nichts. Und bin gespannt, ob Isfo dabei ist oder was ich dann mit dem dritten mache. Das werde ich jetzt alles mitnehmen. Da werden wir beim Hannes einfach ein paar Videos drehen. Ja, Monsieur. Du musst es wirklich mal weg, du, bevor ihr mir noch die ganzen Carolina Reaper Chilis klaut. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr vielleicht auch schon mal so einen scharfen Gummibären gegessen? Ja, the world's hottest Gummy Beer Nitro, Lil Nitro Challenge. Würdet ihr das auch mal probieren? Oder ist euch das zu teuer? Ich kann gar nicht sagen, wie viel. Warte mal, da ist eine Rechnung drin gewesen. Wie viel so ein Gummibär gekostet hat. Ja gut, die Rechnung bringt mir nichts. Toll. Da steht einfach nur die Artikel aufgelistet. Einmal. Das war nämlich gleich ein Lil Nitro Dreierpack. Ja, das musste ich. Ich habe nicht 3 Stück bestellt, ich habe einen Dreierpack bestellt. Das ist nämlich voll der Unterschied. Leider stehen da keine Preise mit dran, sonst hätte ich es noch gewusst. Ich glaube, die Carolina Reaper war sogar bei 1,50 Dollar eine. Die Candies vielleicht bei 1,99 so ein Tütchen und am teuersten war der Gummibär, aber der war eigentlich trotzdem auch recht günstig, wenn man bedenkt, es gab ja auch diese One-Chip-Challenge mit 2,2 Millionen Scoville, wo ein Chip um die 7 Euro bis 50 Euro gekostet hat. Und hier habt ihr 3 Gummibärchen und insgesamt vielleicht 30 Euro oder so Warenwert, wenn ihr alles zusammennehmt. Finde ich, ist eigentlich ganz okay, nur die Versandkosten haben halt reingehauen. Hier steht auch nochmal auf dem Karton drauf, Flame Thrower Candy Company. Und bin ich gespannt, was das wird, wenn wir das bei Hannes mal testen, ob wir das überleben. Am ersten Tag, damit wir dann 10 Tage leiden. Am letzten Tag, damit ich dann leide, wenn ich wieder hier ankomme. Schauen wir dann, wird bestimmt eine fette Sache. Und wenn ihr Bock habt, probiert das halt mal aus. Wenn ihr wirklich auf Schärfe steht, wer Schärfe gut verträgt, kann sich das ja auch mal besorgen oder auch mal mitmachen. Flamethrower.com, flamethrowercandy.com. Könnt ihr ja mal nachgucken. Wenn nicht, kann ich ja die Internetseite auch hier unten drunter mal verlinken. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Hast du den Elefant gehört, Ari?